Live und in Farbe. Heute mit Davy Selke. Es gibt ihn wirklich. Digga, grüß dich. David, hallo. Brother, schön, dass du uns in dein Zuhause aufnimmst. Sehr gerne. Sehr gerne. Egal, wo ich jetzt dann zurückgekommen bin, wollten die alle die Medaille sehen. Ich musste bei meinem damaligen Stammrestaurant muss ich die Medaille mitbringen, bei meinem Friseur. Ich so, okay. Hi, servus. Die so, nee, Medaille? Ah. Ich so, was ist los? Wahnsinn. Was das für eine Reaktion hat. So, und ich glaube, ich kann erst in 20 Jahren, wenn ich irgendwo auf der Couch rumliege, dann blicke ich irgendwann erst, was für eine Riesensache wir da erreicht haben. Davy Selke, 20 Meter von dem Tor, schießt einfach mal selbst Tor! Was eine Bude von Selke! Überragendes Tor für Deutschland! Christ zu sein ist gar nicht so uncool. Es sind Christen, die man vielleicht ganz gut findet, wo man vielleicht irgendwie listen to this Vorbild, man. Vorbild. Listen to him. Als ich klein war, habe ich so eine Kinderbibel gehabt und habe immer vorm Einschlafen immer so ein paar Geschichten durchgeblättert. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass es ihn gibt, sondern ja? Ich vertraue 100% auf ihn. Wenn man einem selber mal erlebt, so, wo man denkt, okay, der war jetzt richtig blöd zu mir und trotzdem dann zu sagen, okay, Jesus hat auch allen Leuten vergeben, die ihn sogar ans Kreuz genagelt haben. Da dann einzulenken, das ist eine Größe. Also ich kann das kurz nachmachen, wenn du filmen willst. Mit Laptop in der Hand so. wenn er feiert, dann feiert er richtig. Ralf Rangnick holt sich dann Muskelfaserriss. Pizza-Service bei Selke zu Hause. Hallo, dagegen drücken. Da geht einiges schief. Jetzt läuft er weg, er läuft weg. Und ist wieder nicht weglaufen. Sag mal, Daddy, wenn du Hunger hast, dann wird das, guck mal, der hat schon eine Einschlag. Ey, war schon randy, hey, Jose! Weil ich Tattoos auch liebe. Welche Eigenschaft an Gott findest du faszinierend? Dass er einem jeden Fehler verzeiht, wenn man ihn ernsthaft bereut. Mhm. Wir sind jetzt auf dem Kinderspielplatz hier. Bist du, seid ihr generell? Ja, hier bin ich öfters. Ja. Will ich irgendwie versuchen, einfach so ein kleines Dorf zu unterstützen. Ganz offen welches. Einfach irgendwie vielleicht einen Brunnen bauen, Schulen bauen, helfen. Voller Stolz, natürlich. Ach, also singst voller Inbrunst? Voller, ja, natürlich. Ich sehe mich auch als Deutscher. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ey, warum sagt ich singen? Das ist ja mal ein Kerl, der über Deutschland spricht, von Herzen. Wir haben ja vor kurzem noch einen Bundespräsidenten gesucht. Ich habe Zeit. Ein Bundespräsidenten, da gibt es ein extra für dieses Statement. So. Stunde der Wahrheit. Jetzt sind wir mal beim Friseur, wollte ich unbedingt hin? Ich wollte immer wissen, was dein Friseur von Beruf ist. Klassiker. Oha. Friseur macht einfach mal für einen Kunden auf. Ich lasse halt immer außen nur wegrasieren. Oben lasse ich eigentlich grundsätzlich wachsen. Okay. Und mache eigentlich nur die Spitzen weg. Also. Wow, das ist ja ein Berg hier. Hm? Danke für deinen Besuch. Gott segne dich. Das ist ja ein schönes Schlusswort. Oder? Brother. Vielen, vielen Dank. Ich knall dir mal, war eine ganz starke Freude.